Sprachentagung, Sprachfassnachung und Lebenprozeduren, wo Leute wertkonservativ dieses Bezugssystem Sprache missbräuchlich benutzen, indem sie es immer wieder angreifen. Das heißt, die Sprache als Hilfe, als Struktur ist natürlich im Vergleich zu den anderen niedergesetzten Programmen eine Hilfsaufweitung, natürlich. Aber manche haben nichts anderes zu tun, als ihre Energie permanent als Strukturverslagungsansatz abzulaufen, indem sie Geburtsreferenzfälle, Markierungen immer wieder überprüfen und den Verhaltensentwicklungsansatz an den Stoppschildern immer verbieten, obwohl sie nicht wissen, was dahinter ist. Wer könnte mal diese Inszenierung machen? Die Prozedur zur Bewusstseinsbildung zur Entwicklung in Sprachkonstrukte, die Matrix gehemmt und die Kommunikation als die vorrangige Wertentwicklung, das Du-Prinzip, angegeben. Das heißt, die Werte in der Attributierung von der Erstellung als Verweisung immer vorrangig sich selber erklären müssen im Vergleich zur eigenen Wahrnahme neuer Werte oder empfundener Werte über die Sprachadministration. Das gebundene Wahrnehmen von Verpflichtungen, die Sprache wahrzunehmen, ist eine unsinnige Inszenierung, wenn es bewusstseinsfremde andere Möglichkeiten gibt, dass die Sprache in der Verhaltensausführung den einzelnen Phasen entsprechend das in Gang hält, was uns im Leben hält, zurzeit Spaß macht, ist sicherlich so im Ansatz zu sehen. Aber der wertöffnende Ansatz, das Verhalten von der Erstellungsprozess Gemälde umzubauen, innerhalb konditionierungstechnisch oder andere Markierungsfehler zu setzen, ist eine Wertentwicklung, die zu überdenken ist. Neue normative Kataloge, neue Sozialtheorie-Inszenierungsarten und neue Referenzen dahingehend, wie ich meinen Sozialausführungsansatz gebunden an funktionale Inszenierung als auch an Orte, die neu entwickelt werden, verändere. Und wie die pathologischen Laufprogramme in mir umprogrammiert, dann entbunden anders funktionieren, besser funktionieren oder mir entsprechen, während sie wertkonservativ bestimmt, nur denen entsprechen, die die Vorgaben gewählt haben, das Areal deklariert haben, formatiert haben. Vom Dorf, von der Familie, Dorf, Land, Bundesrepublik bis hin zu, genau, weltweit. Restriktive Handhabe der Sprache als Vorgabe zur Verpflichtung der Möglichkeit, natürlich das Leben in Gang zu halten, eine Hilfe ist, aber in der Wertüberschreitungsbestimmung als Wahrnehmung, strukturfundamentalistisch gebunden an Prozeduren, korrelativ streng gezeichnet. Draußen, der Administrator. Bevor du hier die Grenze machst, du erstmal dein Bett. Bevor du planst, in deinem Spielkonsolenbereich noch eine Stufe höher zu müssen. Den Schuldigraden. Machst du jetzt erstmal dein Bett. Prozeduren von allen Seiten richtig als richtig deklariert werden können. Aber eben auch von der Vergegenwärtigung, von der Wahrnahme. Aber so bestimmt zu werden, dass sie grundsätzlich regressiv sind und keine Wertentwicklung durchdrücken. Und so kann ich auch sehen. Und diese Wechselscheidung, diese Anteile zu bestimmen, das ist eine Aufgabe, wo man sagt, wo kippt die Gesellschaft in welche Richtung, wenn sie nur noch den Besten alles zugutekommen lässt und den Rest, also erstmal die Grundaufgaben zugutekommen lässt. Und welche Leute also in der Entwicklung innerhalb der Spezies dann hochwachsen, nur gebändigt, nur gekettet, innerhalb dieser Laufprogramme zum Irrsinn getrieben haben, innerhalb des besonderlich rahmengebenden technischen Apparates. Ein Asterix-Prinzip, genau. Asterix und Obelix. Ja. So funktioniert Sprachpathologie, schleifenbezogen gehört. Und das zu überwinden durch normative Kataloge, neue Wahrnehmung von 3D-Simulation, 4D-Simulation, von Real-Konkretisierungsinszenierung, inwieweit die Sprachadministration glaubt, dass du der schnellen Sprachwahrnahme, so auf der Wertwahrnahme im Matrix-Inszenierung an, mit Markierungsverpflichtungen als Sprachkonventionsbezüge des Gesetzesblattes auf die adaptive Referenz des realen konkreten Ausführungsaktes vor Ort nicht zutrifft, zu bestimmen. Das ist die philosophische Aufgabe. Der Schlag die Strukturen zwischen regressiven und wertkonservativen Ansätzen. Der Gesetzesinszenierung natürlich. Nicht das Gesetz selbst, sondern die folgerichtigen Handicaps für die Entwicklung der Spitze. Das ist die Wertentwicklung der Gesellschaftsinszenierung von morgen als Aufgabe für die Philosophie. Weg von der behavioristischen Strengzeichen. Die Überwindung der Wert. Die Antilage. Die Gegenwart.